Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde. Ich bin gerade ins Abo-Bussen reingegangen. Wie man ja hier noch sieht und an dem Quest, der gerade eben ausgelaufen ist, der besagte Buff, der einem vor Schaden schützt, wenn man das Gebiet wechselt, um halt auch für schwächere PCs zu gewährleisten, dass sie in aller Ruhe die Map vollladen können. Oh ne, jetzt kommen die Viecher auch noch. Extreme Magier, könnte man jetzt dazu sagen. Ich muss aber erstmal durch die Tür durchbrechen, um den Necro zu töten. Ja, auch eine Boss-Necro, na alle Achtung. Da meint das Spiel mal wieder gut mit mir. Bis ruhig und stopp. Ah, Ganz toll mit so extra Gegner noch zwischendurch. Und ganz toll, dass sie das dann nämlich abhaut. Denn dann merkt er, wird low. Geht doch. Ah, noch so ein Necro. Das sind ja Diabolisten. Muss mal kurz weg hier. Alter, mach doch mal. Was war das denn? Ich habe ganz Zeit Q gedrückt und hat seinen blöden Skill nicht gemacht. Toll. Was für ein toller Start in die neue Folge. Ja. Einmal hat er es gemacht. Da ist dann in die Kammer wieder rein, wo ich gerade rauskam. Ach, ich verkaufe jetzt nicht. Geh gleich wieder rein. Der Pussen. Dürfte ja nicht so weit sein. Nee, ist eigentlich gleich daneben. Wenigstens haben wir den blöden Boss-Negro tot. Der hat mich ja echt jetzt in die Scheiße erstmal reingeritten, auf gut Deutsch. Naja, wieder ins Abo-Pussen. Die Ladezeit ist nicht so lang. Gibt's viel schlimmere Gebiete. Okay, wo war das jetzt? Hier unten irgendwo, ne? Genau. Jetzt können wir in aller Ruhe hier nach und nach erstmal aufräumen. Ich glaube, ich werde erstmal hier ziemlich viel Frost. Ich werde mal Frost anlegen. Wie gesagt, man sollte solche Ringe gerne mal mitführen. Gerade wenn man es nicht genau weiß, was jetzt dran kam. Also was, wann, wo dran kam und wie oft und wie doll vor allen Dingen. Hier gibt es aber noch andere. Zum Beispiel, der war gerade Donner. Aber Feuer ist ja, glaube ich, gerade fast gar nicht vertreten und da wenigstens gegen Kälte schützen. Aber die machen aber auch Schaden wie Sau, ey. Unglaublich. Brauche auf jeden Fall mehr Shield irgendwann mal. Das Schild bewahrt es nämlich auch dann später gegen Elementschäden. Also direkte Magieschäden, denn mit Evasion kann man halt nur normalen Schaden reduzieren. Das war's dann aber auch schon. Hört doch mal auf mit so viel Schaden. Alter Schwede. Stopp. Stopp. Danke. Halt's Maul. Stopp. Danke. So. Mana-Trank, Heiltrank. Nur Boss, Champions gerade. So, dürfte ich jetzt bitte wieder spielen? Danke. Okay. War irgendwas dabei? Wingmail Boots. Die können wir mal mitnehmen. Die sind zwar nicht für uns gedacht, aber die könnten wir zumindest tragen. Können wir auch gleich identifizieren. Wo waren sie hier? Level 13. Bringt uns auf 16 Stärke. Gar nicht mal so schlecht. Mehr Armor und mehr Energy Shield. Block und Stun Recovery, nicht so wichtig. Die hier sind vielleicht noch gar nicht mal so schlecht. Die bringen nochmal einen guten Evasion Rating Boost. Ja, ansonsten eher mittelmäßig, was wir jetzt gefunden haben. Also, die mit Level 12 anziehen, die mit Level 13 quasi. Wenn wir nichts Besseres bis dahin gefunden haben. Wie gesagt, Schuhe sind das Wichtigste zur Zeit. Haben wir gar nichts. Total die Rotzschuhe an, quasi irgendwelche Sandalen. Natürlich sehr nützlich in dem Abenteuer, wo man hier durch Gefängnisse... Alter. Erschreckt mich halt noch mehr. Ja, wo man durch Gefängnisse durchkrauchen muss, die mit Skeletten gefüllt sind, die aus irgendwelchen dunklen Kammern schießen mit Pfeil und Bogen. Einfach mal so aus einer Gefängniszelle raus. Klar, mach doch. Schwein. Blöden Magier, ich mag die halt nicht. Kann man halt so schlecht ausweichen irgendwie. Also, so. Also, der weicht halt fast nie aus, glaube ich. Also, irgendwie werde ich immer getroffen von dem Magie-Zeugs. Wenn mich das von der Hitbox her trifft. So, viele, viele Fässer. Ey. Ja, toll. Eigentlich wollte ich den hier machen. So, danke schön. Schön Mana gewastet. Ist hier ein Necro dabei? Ja, natürlich ist da irgendwo ein Necro dabei. Da. Toll.
Ja, da kam der Schadner wieder schön spät, aber er kam irgendwann mal. So. Naja, räumen wir mal ein bisschen auf. Kommt da teilweise echt spät, der Schaden ist ja furchtbar. So, so, so und so. Na komm. Blacksmith Redstone nehmen wir gerne mit. Diese schönen Trade-Items, davon kann man sich auch dann Waffen kaufen. Ach, weg. Stopp. Bin echt froh, dass wir den Whirling Blade-Skill gefunden haben. Ohne den wären wir so aufgeschmissen. Alter, machen die viel Schaden, wenn die treffen. Ja, deswegen möchte ich echt schnell töten, denn wenn die Leute, was hab ich denn mit den Leuten? Wenn die Gegner treffen, dann machen sie halt auch Schaden. Das sind ja nicht so dann mal 10 Schaden oder so, das sind halt gleich mal 40 oder 30 zumindest. Ja, alles Donnerviecher, ganz toll für uns. Mit unserer hohen Resistenz. Ja. Ah, ein Orb of Transmutation. Was sagt der, wenn der den Angriff macht? Warte mal. Nochmal. Da! Quasi ein Fussro da. ja. Ach ja. Zetter, Zetter. König der flachen Witze heute. Ah, pierce mich halt, Alter. Ja, das meine ich, wenn wir jetzt rennen, verlieren wir nämlich ganz viele HP. Zumindest wenn wir immer noch gepierced sind. Problem ist ja, man kann ja nicht einfach stehen bleiben, da wird man von den Gegnern angetroffen. Das ist echt so eine Zwickmühle, man muss sich dann irgendwie entscheiden. Besser natürlich auf Fernkampf umstellen, aber auf alle Fälle nicht mehr übelst rumwagen und rumrennen. Okay, dann Level Up. 20% Increased Critical Strike Rate. Heißt, wir kritten jetzt mit Swirling Blades zu 8,2 und zu 8,2%. Also von fast 10% Crit-Rate. Und dabei haben wir eigentlich noch nichts mit Crits am Hut, außer jetzt die 20% gerade. Alter. Der ist tot. Das ist noch der hier oben. Das ist halt, wie gesagt, das Geile an dem Spiel. Man kann echt jeden Scheiß spielen. Es funktioniert halt irgendwie, zumindest bis zum gewissen Schwierigkeitsgrad. Und es macht halt einfach nur Fun. Ich bin halt schon in anderen Spielen Fan von Crit-Builds gewesen. Nicht gerade WoW, aber da, wo man Crits halt schön sieht, so wie hier mit den übelsten Shake-Effekt und so. Das ist halt einfach nur episch, wenn man das dauerhaft macht. In Ragnarok Online zum Beispiel, meine ich jetzt, hatte man halt erstens einen geileren Sound, den man getroffen hat. Also nicht nur so ein Schlitz-Sound, sondern so ein Wegrupp-Sound. Als ob man Fleischstücke aus dem Gegner rauszitiert. Etwas gewaltsam rauszitiert, aber ach, wie er sich versteckt in der Ecke. Das ist so nervig, die Dinger. So, und dann halten die auch noch so viel aus. Mann, Mann, Mann. So. Tschüss. Was ist denn hier? Buggy oder was? Soll mir recht sein. Ja, und da konnte man auch quasi auf fast 100% Crit hoch, oder man konnte sogar 100% Crit erreichen, was aber halt dann auch irgendwann mal fraglich war, ob das noch Sinn macht. Und es war halt einfach nur geil, so zu spielen. Ach, diese blöden... Stirb, 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 stirb. Ach, Sackwalzen. Einfach nur Sackwalzen. Ach ja, nix in den Barrels, aber viele Thunderviecher. Da werde ich mir fast mal... Wir haben doch gerade einen Topazring gefunden, oder? Genau. Lightning Resistance reinfacken hier. Und rein ins Getümmel. Hallo? Guten Tag. Oder ist das Eis? Nee, das ist Donner. Ach nein. Fies, weg, tot. Oh, jetzt hagelt's gleich Level-Ups von unseren Orbs. Sehr, sehr schön. Was gibt's denn da so? Double Strike, Dual Strike und Viper Strike. Na gut. Alles, was wir nicht mehr so viel benutzen, außer jetzt Viper Strike. Ich müsste ja nicht mal richtig austesten, ob nur Viper Strike auf Dauer mehr Schaden macht. Im Verhältnis zu Mana. Oder halt dann doch Double Strike, Dual Strike. Attack Time ist ja gleich. Ach, nervt halt. Aber wir sind ja relativ langsam mit Dual Strike, mit den Clown. Sind wir so fast schon besser dran, weil wir nebenbei halt noch Giftschaden machen.
Okay. Medium Life Flask. La. Neue Klaue. Könnte was für uns sein? Ach, nervt doch nicht. Mein Gott. So. Dankeschön. Ah, da ist irgendwo noch so ein dämlicher Diabolist. Ganz toll. Alter. 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 So. Oh, gut. Ist er außerdem mitgestorben. Wollten jetzt eigentlich extra nochmal töten, aber naja. Wenn das auch so geht, dann nehme ich das gerne so mit. So, noch den Raum fertig klären und dann war's das wieder. Medium Love Flask, könnte man was draus machen, genauso wie aus der hier. Oder habe ich schon Mediums? Ach, ich habe ja schon Mediums. Dann ist das natürlich recht hohl, was ich gerade mache. Außer vielleicht eine, die wir ersetzen könnten. Ach, egal. Nehmen wir einmal mit. Können wir auch mal jetzt hier anfangen. Zack, zack, zack. Whirling Plate hat auch mal wieder Level Up. Mal gucken. Was wird denn so draus? Life Leech und Dispels Frozen und Chill. Das ist natürlich was Schönes. Haben wir jetzt schon zwei davon. Increased Charge Recoveries. Auch nicht schlecht. Nehmen wir das als erste, das als zweite. Oder als Ritter geht auch. Als Notfallflasche. Schön. Neue Fläschchen. Haben wir noch einen? Ne, wir haben keinen Alteration Orb mehr. Schade. Das hätte jetzt noch die Mana Flask verwandelt. Okay. Ah, Körper mal umschubsen. Oh, der Arme hat mal wieder nichts mehr gehabt. Was getoppt? Ja, irgendwas habe ich gerade aufgehoben aus Versehen. Wollte ich nicht. Ja, Müll. Die Schuhe wollte ich anlegen. Und... ach, das ist belastend. Nicht sterben. Dankeschön. Wie gesagt, die gehen durch den kompletten Dungeon, um halt irgend so ein Vieh wieder zu beleben. Das ist total toll. Ganz total toll. So, ich ahne doch jetzt, wenn ich hier was töte, ist hier irgendwo wieder ein blöder Diabolist. Ja, nichts in der Nähe. Dann jacken wir mal hier durch. Ja, ne, kurzes Vergnügen. Fireball Gem. Könnte ich upgraden, habe aber nicht genug Int. Habe ich ja auch nichts geupgradet. Geupgradet. Ja, so viel zum Denglich mal wieder. Ja, man braucht halt nämlich dann irgendwann wirklich erstens Level und irgendwann auch Int, je nachdem, was für ein Skills ist. Entschuldigung. Ja. Jetzt habe ich voll den Frosch im Hals. Furchtbar. Klinge ich jetzt halt mal ein bisschen rauer und wie ein Opa. Mir jetzt egal. Opa Zeta ist am Start. Jo Jungs, was geht? Ja. Hier geht's hoch. Schön, endlich. Warden's Quarters. Das werden wir auch noch machen, das ist nämlich nicht viel. Müssten wir auch locker schaffen, oder? Müssten wir eigentlich schon schaffen. Das ist eines der wenigen Gebiete, die, glaube ich, genau, vorgeskriptet sind. Make sure you tell our host that piety of Theopolis sends her regards. Ja. Wir müssen hier jetzt nämlich den guten Brutus töten, um uns hier rauszukämpfen aus dem Pussen. Und der gute Brutus ist ein Nahkämpfer, das ist unser kleines Problem. Ich weiß nicht so richtig, ich kenne ihn halt bloß als Fernkämpfer, da ist er relativ easy. Hackt man halt drauf und dann fällt er irgendwann um als Fernkämpfer, also das ist echt nicht das Problem, aber als Nahkämpfer stelle ich mir das ziemlich nervig, schwierig oder irgendwie vor. So, da ist er. Brutus, Lord, ja genau, da hat nämlich einige fiese Attacken drauf. Ich werde einfach mal vergiften, wegrennen. Nein, daneben gehauen, ach, dammit. Kann halt so ein bisschen hinterlaufen, wenn er diesen Schwungangriff macht. Stehen bleiben sollte man bei dem jetzt nicht unbedingt. Eigentlich, wenn er sein Schwert irgendwann auspackt. Au.
Nein, nein, nein. Oh, wow. Sollte vielleicht auch mal ein Portal aufmachen. Das ist meine Idee wert, glaube ich. Bevor ich jetzt hier ewig laufen muss, mache ich dann lieber mal kurz noch ein Portal auf. Nein, warum hat es mich getroffen? Ich war doch hinter dem. Sau. Blöde. Geile Geräuschkulisse. Guter Brutus, guter Brutus. Haben wir schon gut was abgezogen. So, haben wir wieder schön vergiftet. Hat er schon 4 Obst auf der Kante hängen. Hui, schöner Leck. Und durch das Gift hat er noch ganz schön zugesetzt. Und das nenne ich mal ein Megaturb. Qualitativ für uns nichts dabei. Aber ein Orb of Chance ist schon mal... Naja gut, hat ein Orb schmeißt Pech. Ja, ne, es ist halt... Für jeden eigentlich was dabei, außer jetzt für mich. Wir haben einen Hammer dabei, eine Axt. Ah ne, warte mal, eine Axt. Doch, ein Hammer. Ein Schild, Handschuhe. Ein Zepter. Na, wenn ihr jedenfalls alles Gelbes mit schon mal. Ja, toll. Dann halt beim zweiten Mal. Noch eine Axt, noch eine Axt. Eine Weste für die Witch und ein Stab für den Templer. Ja. Aber halt keine Klaue und nix an Rüstung für uns. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Gut, Nessa. Schön. Kriegen wir leider keine Belohnung für. Okay, verkaufen wir mal. Ja, eigentlich ja alles, ne? Der guckt gar nicht erst rein. Die ziehe ich nachher an. Ja. Das ist nichts Neues für uns. Das kann weg, das kann weg. Ja, die zwei Ringe. Das Amulett. Und das müsste es gewesen sein. Oder? Die Medium Mana Flask. Ach komm. Ja, war ja klar. Increased Recovery Speed und höhere Elemental Resistance ist nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht. Weniger Charges ist es halt schade eigentlich. Aber wir hatten da auch schon Elemental Resistance drauf. Würde ich ja jetzt fast sagen, mache ich doch lieber den hier. Behalte das noch, bis wir was wirklich Besseres finden. Warum auch nicht? Warum auch nicht? So. Dann wieder zurück. Durch unser Portal und den Rest noch aufheben, was jetzt nicht gerade ewig viel Platz wegnimmt. Ja, so 8er Slots sind natürlich einmal mal geil. Zack, Inventar voll. Nochmal voll. Ach, es ist doch blöd. Ja. So viel dazu. Ach, egal. Ich nehme es einfach mal mit. Irgendwann brauchen wir die Orbs. Sag's euch. Irgendwann brauchen wir sie. So, jetzt müssen wir nur noch einen Ausgang finden. Das ist meist irgendwo hier unter Brutus. Soweit ich das mitbekommen habe. Irgendwo hinter Brutus. Genau, hier, wo das Licht herkommt. The Prisoner's Gate. Da einmal durchgehen und wir sind wieder in der Freiheit. Also geht's rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ja, jetzt müssen wir... Also das ist irgendwie komisch. Wir müssen jetzt erst zurück und unser Reward abholen, anstatt vorher gleich, nachdem wir Brutus getötet haben. Das würde ich eigentlich nochmal umskripten, so als Empfehlung. Aber naja. Die wirkliche Aufgabe ist ja, den Weg hierhin zu finden. Also wirklich die Tür zu finden. Naja. Wir wollen uns ja nicht über Kleinigkeiten streiten. Es ist ja immerhin ein Free-to-Play, irgendwann mal, wenn es fertig ist. Kannst du nochmal wiederholen, es ist eine Closed Beta, also hier ist lange nicht alles so, wie es am Ende sein wird. Aber wir sind am Ende der Folge und ich bin am Ende der Session, denn meine Stimme lässt schon wieder leicht nach, hat auch schon einen langen Tag hinter mir. Ja. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann... Warte mal, wir können mal noch fix mit dem hier reden. Der wollte uns ja was geben. Genau, wir kriegen ja noch einen neuen Skill. Whirling Blades haben wir. Flicker Strike. Increased Attack Speed und Increased Attack Speed. Auch noch per Frenzy Charge. 2 Sekunden Cooldown Time ist auch nicht gerade der Brüller. Dann doch lieber Bear Trap. Damit können wir uns nämlich nervige Gegner vom Leib halten. So auch
Bossgegner. Puncture wäre noch ganz cool. Denn da kriegt der Gegner halt Schaden, wenn er sich bewegt, nachdem ich ihn damit getroffen habe. Ist aber abhängig von dem Schaden, den ich austeile. Und daher doch lieber sagen, erstmal noch ein Trap-Skill, da das ja sowieso unser Zweit-Skill-Tree sein soll. Nehmen wir einfach mal das. Gut, das müssten wir so noch hier irgendwo unten reintun. Dual Strike zum Beispiel raus und Bertrap rein. Was ist zu verkaufen, tun wir noch. Ja, Injections. Die Schuhe heben aber auf. Dankeschön. Und dann noch alles in das Stash rein. Ach ja, so, was haben wir denn eigentlich noch? Lightning Arrow. Eternal Knives Waste Zombie. Ja, toll. Freezing Pulse. So ein Müll. Wieso habe ich denn sowas? Machen wir mal so. So. Mensch, so. Okay. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann weitermachen müssen und ja, immer noch den Weg finden müssen quasi. Irgendwo da hoch. Wird sich alles aufklären, was wir dort finden und warum wir es dort finden und wie das dann alles ist. Werden wir alles noch sehen. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.